Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 6, was bisher geschah. Die Artemis-Priesterin Chariklia und Theagenes, ein junger Thessalier, haben sich in Delphi kennengelernt und unsterblich ineinander verliebt. Mit Hilfe des ägyptischen Orakelpriesters Kalasiris fliehen sie per Schiff aus Griechenland. Immer wieder stellen Männer der schönen jungen Frau nach, was die Reisenden zwingt, ihre Route zu ändern. Schließlich landen sie in Ägypten am Nil, fallen in die Hände von Räubern, können fliehen und finden Unterschlupf bei dem griechischen Kaufmann Nausiklis, wo auch Knemon, ein junger Grieche, Unterschlupf gefunden hat, den Chariklia und Theagenes auf der Flucht kennengelernt haben. Knemon selbst blickt auf eine unglückliche Liebesgeschichte mit einer griechischen Sklavin namens Thisbe zurück, die inzwischen tot, ermordet ist, und durch einen Zufall hat sich Nausiklis, der Kaufmann, bei dem nun alle sozusagen wohnen, sich auch in diese Thisbe verliebt. Er weiß noch nichts von ihrem Tod. In der nun folgenden Episode erzählt Kalasiris Nausiklis und Knemon in einer Nacht bei einem Gelage, was ihnen auf ihrer Fahrt über das Meer alles passiert ist. Doch wozu euch durch Weitschweifigkeit langweilen? Beim Aufgang des Morgensterns fuhren wir ab. Die Seeleute hatten erst erhebliche Schwierigkeiten gemacht, ließen sich aber schließlich von dem tyrischen Kaufmann durch das Argument bereden, er wolle einem ihm bekannt gewordenen Anschlag von Seeräubern entgehen. Er hatte keine Ahnung, dass sein Vorwand der Wahrheit entsprach. Wir gerieten in einen furchtbaren Sturm und hatten gegen eine rasende See zu kämpfen, so dass wir dem Untergang nahe waren. Unter Verlust des einen Steuerruders und mit fast völlig havarierter Taglage liefen wir ein Vorgebirge von Kreta an. Wir beschlossen, um das Schiff instand zu setzen und uns selbst zu erholen, einige Tage auf der Insel zu bleiben. Dies geschah. Am ersten Tage nach Neumond wurde der Befehl zur Weiterfahrt gegeben. Die Frühlingswinde wehten bereits, als wir in See gingen. Wir fuhren Tag und Nacht. Der Steuermann nahm geraden Kurs auf die libysche Küste. Bei günstigem Wind, meint er, könne man direkt und in gerader Linie das Meer überqueren. Überdies beeile er sich, das Land und einen Hafen zu erreichen, weil er das kleine Schiff, das sich hinter uns zeige, für einen Piraten ansehe. Seit unserer Abfahrt von dem kretischen Vorgebirge ist es hinter uns her und läuft unbeirrt in unserer Kiellinie, sagte er, als habe es das gleiche Ziel wie wir. Auch habe ich wiederholt beobachtet, dass es, sobald ich absichtlich vom geraden Kurs abbog, gleichfalls die Richtung änderte. Auf diese Erklärung hin waren die einen in heller Aufregung und rieten, sich zur Abwehr bereit zu machen. Die anderen nahmen die Sache leichter und meinten, es sei in der Seefahrt üblich, dass die kleinen Schiffe den großen folgten, weil diese über die bessere seemännische Erfahrung verfügten. Während darüber hin und her debattiert wurde, war die Stunde des Tages gekommen, in der der Bauer den Ochsen aus dem Flug spannt. Der Wind verlor an Stärke und flaute allmählich so sehr ab, dass er schwach und wirkungslos die Segel mehr bewegte als blähte. Schließlich legte er sich ganz, als verschwinde er mit der Sonne oder besser gesagt, als stehe er im Dienste unserer Verfolger. Denn das kleine Schiff blieb, solange wir vor dem Winde liefen,
naturgemäß weit hinter dem Frachter zurück, dessen größere Segel mehr Wind aufnahmen. Als aber die Windstille das Meer glättete und man zu den Rudern greifen musste, waren sie schneller da, als man es aussprechen kann, weil vermutlich die ganze Besatzung an die Ruder ging und sie ein leichteres und zum Rudern geeigneteres Fahrzeug vorwärts zu treiben hatten. Als sie schon ganz nahe waren, schrie einer von den Sakynthiern, die mitgefahren waren: »Da haben wir es, Leute, wir sind verloren. Es sind Piraten. Ich erkenne das Schiff des Trachinos.« Diese Aufklärung brachte das ganze Schiff durcheinander und erregte trotz der Windstille geradezu einen Sturm von Lärm, Geschrei und Unruhe. Die einen verkrochen sich in die Winkel des Schiffsraums, die anderen machten sich an Deck Mut zur Gegenwehr, andere wollten in das Beiboot springen und ausreißen, bis die Unentschlossenheit sie wieder willen und überraschend zum Kampf zwang und jedem die erste beste Waffe in die Hand drückte. Chariklia und ich umklammerten Theagenes, der vor Kampflust glühte, und hielten ihn mühsam zurück, sie, um sich auch im Tode nicht von ihm zu trennen, wie sie erklärte, und von dem gleichen Schwert den tödlichen Streich zu empfangen, ich, weil ich beim Näherkommen Trachinos erkannte und mir daraus für später einen Vorteil versprach. So kam es dann auch. Als sich die Piraten näherten, fuhren sie seitlich auf uns zu. In der Absicht, das Frachtschiff ohne Blutvergießen zu kapern, schossen sie nicht, sondern umkreisten uns und hinderten uns an der Weiterfahrt. Es sah aus, als wollten sie das Schiff blockieren und regelrecht zur Kapitulation zwingen. »Ihr Narren«, riefen sie herüber, »wollt ihr so wahnsinnig sein und die Hand gegen eine unüberwindliche Übermacht erheben, mit der Aussicht auf sicheren Untergang? Noch sind wir bereit, euch schonend zu behandeln und erlauben euch, ins Beiboot zu gehen und euch zu retten, wohin ihr wollt.« Dies war ihr Anerbieten. Doch die Besatzung des Frachters war mutig, solange der Kampf noch ungefährlich und unblutig war, und erklärte, sie werde das Schiff nicht räumen. Als aber einer der Piraten, der besonders verwegen war, auf unser Schiff sprang, mit dem Schwert auf die, welche ihm in den Weg kamen, einhieb und ihnen zeigte, dass ein Kampf durch Mord und Totschlag entschieden wird, als schließlich auch die übrigen nachsprangen, da besannen sich die Phönizier eines Besseren. Sie warfen sich zu Boden und baten um Gnade. Sie würden tun, was man von ihnen verlange. Obwohl die Mordlust der Piraten erwacht war, der Anblick von Blut steigert ja den Übermut, schonten sie auf Befehl des Trachinos wieder alles Erwarten die sich ergebende Besatzung. Es war aber ein Waffenstillstand ohne nähere Vereinbarungen und der Kampf bis aufs Messer wurde durch einen sogenannten Frieden abgewendet, der härter war als die blutigste Auseinandersetzung. Es hieß, das Schiff darf nur mit einem Kleidungsstück verlassen werden. Wer nicht Folge leistete, wurde mit dem Tode bedroht. Doch das Leben geht dem Menschen offenbar über alles. So drängten sich die Phönizier, die mit dem Schiff auch die Aussicht auf reichen Gewinn verloren sahen, nicht als hätten sie etwas eingebüßt, sondern als winke ein gutes Geschäft einer von dem anderen in das Beiboot, wobei jeder sich möglichst rasch in Sicherheit zu bringen suchte. Als nun auch wir befehlsgemäß vorbeikamen, hielt Trachinos Chariklia fest. »Dieser Kampf wurde nicht gegen dich, meine Liebe, sondern um dich geführt«, sagte er. »Schon die ganze Zeit, seitdem ihr Sakynthos verlassen habt, folge ich dir. Und deinetwegen habe ich mich allen Gefahren des Meeres ausgesetzt. Sei also guten Mutes und dir bewusst, dass du mit uns zusammen über das alles hier gebietest.« So sprach er.
Chariklia aber, die überaus klug sich der jeweiligen Lage anzupassen wusste und sich auch meine Ratschläge zunutze machte, ließ den Ausdruck der Niedergeschlagenheit, den die Umstände bedingten, aus ihrem Gesicht verschwinden und zwang sich zur Freundlichkeit. »Ich danke den Göttern«, rief sie, »dass sie dir diese menschliche Gesinnung gegen uns angeben. Willst du aber, dass ich wirklich guten Mutes bin und bleiben soll, so gib mir den ersten Beweis deines Wohlwollens. Nimm meinen Bruder hier und meinen Vater unter deinen Schutz und lasse sie nicht von Bord gehen, denn wenn ich von ihnen getrennt werde, will ich unter keinen Umständen weiterleben.« Bei diesen Worten warf sie sich vor ihm nieder und hielt seine Knie lange Zeit umschlungen, weil Trachinus, um diese Berührung auszukosten, absichtlich seine Einwilligung hinauszögerte. Da ihn ihre Tränen rührten und ihre Blicke nachgiebiger machten, zog er das Mädchen empor. »Den Bruder bewillige ich dir mit Vergnügen«, sagte er. »Ich sehe ja, dass der junge Mann Mut hat und sich ausgezeichnet für unseren Beruf eignet. Der Alte ist allerdings eine unnütze Last. Nur dir zuliebe soll er bleiben.« Inzwischen war die Sonne ganz untergegangen und die Dämmerung, das Zwischenstadium zwischen Tag und Nacht, angebrochen. Das Meer wurde plötzlich unruhig, vielleicht infolge des Wechsels der Tageszeit, vielleicht durch eine Laune des Zufalls. Man hörte das Heulen des aufkommenden Windes und gleich darauf brach unvermittelt ein wütender Orkan los, der unter den Piraten Schrecken und Verwirrung hervorrief. Sie hatten ihren Kutter verlassen und wurden auf dem Frachter beim Plündern der Ladung vom Sturm überrascht und wussten nicht, wie sie mit dem großen Schiff fertig werden sollten. So wurde jede seemännische Verrichtung, wie es sich gerade ergab, vom ersten Besten ausgeführt. Der eine wagte sich ohne jede Sachkenntnis an dies, der andere an jenes. Während die einen die Segel beim Reffen in Unordnung brachten, bedienten andere ungeschickt die Taklage. Ein Stümper nahm sich des Schiffsbugs an, ein anderer bemächtigte sich des Hecks und des Steuerruders. Wir gerieten in größte Gefahr, nicht so sehr durch das Ungestüm der Wogen, denn noch war das Meer nicht in voller Empörung, sondern durch die Unfähigkeit des Steuermannes, der sich noch einigermaßen zurechtfand, solange ein Schimmer von Tageslicht vorhanden war, aber nach Einbruch der Dunkelheit vollkommen versagte. Als wir schon Wasser schluckten und nahe am Absacken waren, machten einige Piraten den Versuch, auf ihr eigenes Fahrzeug überzusteigen. Sie nahmen bald darauf davon Abstand, weil der Seegang sie behinderte und Trachinus ihnen vor Augen hielt, welch eine Menge solcher Boote sie sich anschaffen könnten, wenn sie den großen Frachter und seine reiche Ladung in Sicherheit brächten. Schließlich durchschnitt er das Tau, welches ihr Boot mit dem Frachtschiff verband. Sie schleppten bloß einen zweiten Sturm hinter sich her, erklärte er, und machte ihnen klar, diese Maßnahme sei auch für ihre spätere Sicherheit erforderlich. Denn es müsse Verdacht erregen, wenn sie irgendwo mit zwei Schiffen landeten, da man sich dann bestimmt nach der Besatzung des anderen Fahrzeugs erkundigen werde. Er schien recht zu behalten. Die eine der beiden Voraussagen bestätigte sich augenblicklich, denn die Lostrennung des Bootes bewirkte eine spürbare Entlastung. Freilich waren damit noch nicht alle Schrecken überstanden. Von der rasenden See hin und her geworfen, gingen ganze Schiffsteile über Bord. Wir hatten alle Nöte durchzumachen, bis wir nach Ablauf der Nacht und des folgenden Tages gegen Abend an eine Küste nahe der Herakles-Mündung des Nils getrieben wurden. So betraten wir Unglücklichen wieder unseren Willen ägyptischen Boden. Während sich die anderen darüber freuten, waren wir niedergeschlagen.
und machten wegen unserer Rettung dem Meere Vorwürfe, das uns einen anständigen Tod missgönnt hatte und uns nun, angesichts der ruchlosen Absichten der Piraten, dem noch schlimmeren Lande und den schrecklichsten Befürchtungen auslieferte. Die Schurken begannen auch gleich damit, sobald sie festen Boden unter den Füßen hatten. Mit der Begründung, ein Dankopfer für Poseidon zu veranstalten, brachten sie tyrrhenischen Wein und andere Dinge von Bord an Land und schickten Leute in die nächsten Ortschaften, um Vieh zu kaufen. Sie gaben ihnen reichlich Geld mit und hießen sie den ersten besten Preis, den man verlange, zu zahlen. Sie waren bald wieder zurück und trieben eine ganze Herde von Schafen und Schweinen vor sich her. Während die Zurückgebliebenen sie empfingen, Feuer anzündeten, die Tiere abhäuteten und das Opfermahl vorbereiteten, nahm ich Trachinus beiseite, damit ihn die anderen nicht hören konnten. »Väterchen«, sprach er zu mir, »ich habe mir deine Tochter zur Frau bestimmt und will, wie du siehst, heute noch Hochzeit feiern, dieses schönste aller Feste mit dem Opfer für die Götter verbinden. Damit du aber nicht missmutig bei Tische sitzest, weil du nichts davon weißt, und damit das Mädchen durch dich unterrichtet sich auf das, was ihm bevorsteht, freut, hielt ich es für angebracht, dir meine Absicht vorher mitzuteilen. Nicht etwa, um deine Einwilligung zu erhalten, ich habe ja die Macht, meinen Willen durchzusetzen, sondern weil ich es richtig finde, das junge Mädchen dadurch williger zu machen, dadurch, dass es durch seinen Vater von der bevorstehenden Heirat in Kenntnis gesetzt wird. Ich begrüßte seine Eröffnungen und erklärte hocherfreut, wie außerordentlich dankbar ich den Göttern dafür sei, dass sie den Herrn meiner Tochter ihr zum Gatten geben. Ich ging ein Stück abseits und machte mir Gedanken, was zu tun sei. Dann kam ich zurück und bat ihn, der Feier einen festlicheren Anstrich zu geben. Er solle dem Mädchen das Schiff als Wohnung überlassen, mit dem Befehl, dass niemand es betrete und störe, damit wir für Brautschmuck und die anderen nötigen Vorbereitungen sorgen könnten, soweit die Zeit es zulasse. Denn es sei ganz ungehörig, wenn ein vornehmes und reiches Mädchen, noch dazu die künftige Gemahlung des Trachinos, sich nicht so schön wie möglich machen solle, wo doch schon Umstände und Ort der Hochzeitsfeier eine Entfaltung größeren Glanzes verböten. Trachinus strahlte. Vergnügt willigte er ein. Er gab unverzüglich Anweisung, alles, was man brauche, vom Schiff zu holen und sich diesem dann nicht mehr zu nähern. Die Leute führten seine Befehle aus. Sie schleppten Tische, Krüge, handgewirkte sidonische und tyrische Teppiche und Decken und was sonst noch zur Tafelausstattung gehört, wahllos und in wüstem Durcheinander auf den Schultern heran und legten es hin. Kostbarkeiten, die durch viel Fleiß und Sparsamkeit erworben worden waren, ließ das launische Glück zu einem wüsten Gelage missbrauchen. Ich nahm Theagenes und ging mit ihm zu Chariklia, die ich in Tränen fand. »Mein Kind«, sagte ich, »das ist bei dir schon Gewohnheit und nichts Besonderes mehr. Hast du noch den alten oder einen neuen Anlass zum Weinen?« »Über alles weine ich«, antwortete sie, »besonders über das, was mir bevorsteht und über die verhasste Neigung des Trachiners zu mir, die durch die Umstände höchstwahrscheinlich noch zunehmen wird. Unverhofftes Glück reizt zu übermütigem Tun. Doch Trachinos soll mit seiner verhassten Liebe nur Kummer erleben. Ich werde ihr durch meinen Tod ein Ende machen. Nur der Gedanke an dich und Theagenes, dass ich mich vor meinem Tode von euch trennen muss, macht mich untröstlich.« »Du errätst die Lage ganz richtig«, erwiderte ich. »Trachinus macht das Opferfest zur Feier seiner Hochzeit mit dir. Er teilte mir als deinem Vater seine Absicht mit. Ich wusste um seine rasende Verliebtheit schon,
seitdem Tyrannos auf Zakynthos mir davon erzählte. Ich schwieg darüber zu euch, ihr solltet euch nicht mit kommenden Sorgen abquälen, wo wir möglicherweise den Unannehmlichkeiten noch entgehen konnten. Da aber ein böses Geschick gegen uns ist, liebe Kinder, und wir mitten im Unglück stecken, so wollen wir eine große und kühne Tat wagen und der Gefahr ins Auge sehen. Dann wird es uns entweder gelingen, ihr frei und glücklich zu entkommen, oder wir werden einen ehrenvollen und tapferen Tod finden. Nachdem sie versprochen hatten, meine Ratschläge zu befolgen, gab ich ihnen die nötigen Anweisungen, überließ sie ihren Vorbereitungen und suchte den Piraten auf, der nach Trachinos den zweiten Rang einnahm. Ich glaube, er hieß Pelorus. Ich hätte eine ihm für ihn höchst angenehme Mitteilung zu machen, sagte ich. Er schenkte mir bereitwillig Gehör und führte mich an einen Platz, an dem uns niemand belauschen konnte. Mein Sohn, sagte ich, hör mich kurz an. Die knappe Zeit verbietet mir, viele Worte zu machen. Meine Tochter liebt dich. Kein Wunder übrigens, sie bevorzugt eben den Besseren. Nun vermutet sie, euer Anführer wolle aus dem Festessen eine Hochzeitsfeier machen. Er hat auch etwas Derartiges dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er von ihr wünschte, sie solle sich besonders festlich kleiden. Sieh zu, wie du dies hintertreiben und das Mädchen lieber dir verschaffen kannst. Sie will lieber sterben, sagte sie, als Trachinos heiraten. Lass es gut sein, erwiderte er. Ich bin gleichfalls schon lange in das Mädchen verliebt und wartete nur auf die geeignete Gelegenheit. Trachinos wird sie mir also entweder gutwillig überlassen, als Belohnung dafür, dass ich als allererster das Frachtschiff betreten habe, oder das Heiraten wird ihm schlecht bekommen und diese Hand hier wird ihm geben, was er verdient. Ich entfernte mich schnell, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, kehrte zu meinen Kindern zurück und machte ihnen Mut durch die Mitteilung, die Sache entwickle sich zur Zufriedenheit. Bald danach nahmen wir unsere Plätze ein. Als ich merkte, dass sie einen Rausch hatten und ausgelassen wurden, flüsterte ich Pelorus, in dessen Nähe ich absichtlich meinen Platz gewählt hatte, zu: Hast du das Mädchen schon in ihrem Staat gesehen? Nein, erwiderte er. Du kannst sie sehen, fuhr ich fort, wenn du dich unbemerkt an Bord schleichst. Du weißt zwar, auch das hat Trachinos untersagt. Da wirst du die Artemis leibhaftig zu sehen bekommen. Aber betrachte sie nur, sonst setzest du dein und ihr Leben aufs Spiel. Er stand sogleich auf, als hätte er einen notwendigen Gang zu tun, und eilte unbemerkt an Bord. Als er Chariklia erblickte, auf dem Haupt den Lorbeerkranz und im Glanz des Golds gewirkten Kleides, sie hatte ihre delphische Priesterinnentracht angelegt, als Siegesgewand oder als Sterbekleid, und um sie herum alles geschmückt und zur Brautnacht hergerichtet sah, da geriet er, wie nur natürlich, in Feuer und wurde von Begierde und Eifersucht gepackt. Als er zurückkam, sah man ihm an den Augen an, dass er irgendeine Wahnsinnstat vorhatte. Kaum hatte er Platz genommen, so rief er: Warum bekomme ich eigentlich meine Belohnung nicht, die mir zusteht, weil ich das Schiff zuerst betreten habe? Weil du sie nicht verlangt hast, erwiderte Trachinos, und dann ist ja die Verteilung der Beute überhaupt noch nicht vorgenommen. Gut, dann verlange ich das gefangene Mädchen. Als Trachinos antwortete: Nimm dir, was du willst, sie ausgenommen, unterbrach ihn Pelorus. Du hebst also das Piratenrecht auf, wonach dem, der zuerst das feindliche Schiff betritt und sich vor den übrigen der Gefahr aussetzt, die freie Beutewahl zusteht? Ich hebe dieses Recht keineswegs auf, mein Lieber, entgegnete Trachinos, sondern ich halte mich nur an ein anderes, das dem Untergebenen Gehorsam gegen den Vorgesetzten befiehlt. Ich bin in das Mädchen verliebt, und da ich sie heiraten will, erhebe ich auf dieses Vorrecht Anspruch.
Wenn du dich meinem Befehl nicht fügst, wird es dir übel bekommen. Im nächsten Augenblick fliegt dir dieser Krug an den Kopf. Pelorus wandte sich an die Tischgesellschaft. Da seht ihr, schrie er, wie Taten belohnt werden, genauso wie jeder von euch noch einmal um seinen Lohn gebracht werden und mit dieser Tyrannenwillkür Bekanntschaft machen wird. Nun spielte sich etwas ab, Nausiklis, gerade so, wie das Meer in jähem Aufruhr gegen die Klippen brandet, so ließ sie eine sinnlose Erregung wild aufbrausen, zumal da sie voll Wein und Wut waren. Die einen ergriffen für diesen, die anderen für jenen Partei. Diese schrien, man habe dem Anführer zu gehorchen, jene, das Recht dürfe unter keinen Umständen verletzt werden. Schließlich sprang Trachinus auf, um den Pelorus mit dem Mischkrug zu erschlagen. Darauf gefasst kam dieser ihm zuvor und stieß ihm den Dolch in die Brust. Trachinus lag tödlich getroffen am Boden. Zwischen den übrigen entspann sich ein Kampf ohne Gnade. Sie schlugen unbarmherzig aufeinander. Ein, die einen, um den Tod des Anführers zu rächen, die anderen, um Pelorus und sein Recht zu verteidigen. Schließlich war alles ein einziger Schrei von Männern, die sich mit Knüppeln, Steinen, Fackeln und Tischen treffend oder getroffen bearbeiteten. Ich für meine Person zog mich so weit wie möglich zurück und machte mir auf einer Anhöhe einen ungefährlichen Zuschauerplatz. Theagenes dagegen blieb ebenso wenig am Kampfe unbeteiligt wie Chariklia. Verabredungsgemäß kämpfte er anfangs mit dem Schwert in der Hand wie ein Rasender auf der einen Seite mit, während Chariklia, als der Kampf richtig im Gange war, vom Schiff herab mit sicherer Hand Pfeile verschoss und nur Theagenes schonte. Dabei schoss sie nicht etwa nur auf die eine Partei, sondern streckte den ersten Besten, den sie gerade sah, nieder. Sie selbst blieb unsichtbar, konnte aber die Gegner mühelos im Schein der brennenden Feuer erkennen. Da sie nicht wussten, woher das Unheil kam, glaubten einige, die tödlichen Pfeile rührten von Göttern her. Schließlich blieb, als die übrigen gefallen waren, Theagenes allein übrig. Er stand im Zweikampf mit Pelorus, einem ungewöhnlich starken Mann, der im Mordhandwerk Erfahrung hatte. Auch Chariklia mit ihren Pfeilen konnte nichts machen, so sehr sie drängte, Theagenes beizustehen. Sie fürchtete, den Unrechten zu treffen, da die beiden schon im Nahkampf Mann gegen Mann einander zusetzten. Endlich erlahmte die Widerstandskraft des Pelorus. Chariklia, die mit der Tat dem Geliebten nicht helfen konnte, unterstützte ihn durch den Zuruf, »Halte dich tapfer, Liebster!« Da fühlte sich Theagenes sofort dem Pelorus überlegen, als habe ihm der Zuruf Kraft und Mut verliehen, erinnerte er ihn doch an den Kampfpreis. Schon aus vielen Wunden blutend raffte er sich noch einmal auf, sprang auf Pelorus los und holte mit dem Schwert nach dessen Kopf aus. Er fehlte zwar, da der Gegner sich zur Seite beugte, streifte ihn aber an der Schulter und schlug ihm den Arm bis zum Ellenbogen ab. Darauf wandte sich Pelorus zur Flucht, Theagenes stürmte hinterher. Was sich danach weiter abspielte, vermag ich nicht zu erzählen, außer dass ich eine Rückkehr nicht wahrnahm, da ich auf der Anhöhe blieb und mich in der Nacht nicht auf den Kampfplatz hinabwagte. Wohl aber tat dies Chariklia. Bei Tagesanbruch sah ich Theagenes wie tot daliegen. Sie saß weinend neben ihm, allen Anzeichen nach entschlossen, sich über ihm das Leben zu nehmen und nur von dem schwachen Hoffnung zurückgehalten, er könne doch noch wieder zu sich kommen. Ich Unglücklicher kam gar nicht dazu, etwas zu sagen und zu erfahren oder ihren Schmerz durch Trost zu mildern und für sie zu tun, was in meinen Kräften stand, denn schon nahte, nach allem, was wir auf dem Meer durchgemacht hatten
ohne Atempause neues Unheil vom Lande her. Als ich, es war inzwischen heller Tag geworden, meine Anhöhe verließ, kam von dem Berg, der sich unmittelbar über dem Küstenstreifen erhebt, eine Bande ägyptischer Räuber herunter. Schon hatten sie sich der beiden jungen Leute bemächtigt, führten sie gleich darauf fort und schleppten gleichzeitig mit, was sie von der Schiffsladung tragen konnten. Ohne eigentlichen Plan folgte ich in großem Abstand. Ich beklagte ihr und mein Geschick, ohne ihnen helfen zu können. Näher zu kommen schien mir nicht geraten, weil ich mich für eine Gelegenheit zu späterer Hilfe bereithalten wollte. Das Alter erlaubte mir nicht, bei dem steilen Anstieg mit den Ägyptern Schritt zu halten. Wenn ich jetzt meine Tochter wiedergefunden habe, so danke ich das der Gnade der Götter und deiner Güte, Nausikliss. Ich selbst vermochte nichts dazu beizutragen. Ich hatte ihr nichts zu bieten, außer vielen Tränen und Klagen. Er brach in Tränen aus und die Anwesenden teilten seine Bewegung. So war nun das Mahl in ein Wehklagen umgeschlagen, das aber auch seinen Reiz hat, begünstigt der Weingenuss doch auch die Tränen. Schließlich sprach Nausikliss dem Kalasiris Mut zu. »Sieh zuversichtlich in die Zukunft, mein Lieber«, sagte er, »deine Tochter hast du ja bereits wieder. Und nur die Nacht hindert dich an einem Wiedersehen mit deinem Sohn. Denn morgen früh werden wir Metranes aufsuchen und alles tun, um den tapferen Theagenes freizubekommen.« »Ich wollte.« »Es wäre so«, erwiderte Kalasiris, »doch jetzt ist es Zeit, die Tafel aufzuheben, und da soll der Gottheit gedacht und die Spende an die befreienden Götter herumgereicht werden.« Die Trankopfer wurden vollzogen und das Mahl fand sein Ende. Kalasiris hielt Ausschau nach Chariklia. Als er sie unter den Vorüberkommenden nicht bemerkte und von einem der Mädchen erfuhr, sie befinde sich im Tempelinneren, ging er hinein und fand sie zusammengekauert zu Füßen der Götterstatue. Über einem langen Gebet und überwältigt von ihrem Schmerz war sie fest eingeschlummert. Zu Tränen gerührt, bat er den Gott, ihr Schicksal zum Guten zu wenden. Dann weckte er sie sanft und brachte sie heim. Sie schien sich zu schämen, dass sie sich unversehens hatte vom Schlaf bezwingen lassen. Sie begab sich in das Frauengemach und legte sich neben der Tochter des Nausikliss nieder. Schlaflos hing sie ihrem Kummer nach. Kalasiris und Knemon hatten sich in das Männerschlafzimmer zur Ruhe zurückgezogen. Langsamer, als sie wünschten, doch schneller, als sie dachten, verging ihnen der Rest der Nacht, deren größter Teil bei Tische und während der langen, spannenden Erzählung verstrichen war. Ohne das Tageslicht abzuwarten, gingen sie zu Nausikliss und baten ihn, ihnen zu sagen, wo seiner Ansicht nach Theagenes sei und sie so rasch wie möglich dorthin zu bringen. Er entsprach ihrem Wunsch und machte sich mit ihnen auf den Weg. Chariklia hatte sehr gebeten, sie begleiten zu dürfen, doch musste sie zurückbleiben. Nausikliss versicherte, sie hätten keinen weiten Weg und würden sehr bald mit Theagenes zurückkehren. So blieb sie allein mit ihren zwischen Trennungsschmerz und freudiger Erwartung schwankenden Empfindungen. Sie waren gerade aus der Ortschaft heraus und gingen längs des Nilufers, als sie ein Krokodil bemerkten, das von der rechten Seite auf das gegenüberliegende Ufer schwamm und in der Strömung des Flusses mit heftiger Bewegung untertauchte. Die anderen sahen darin ein gewöhnliches und keineswegs beunruhigendes Vorkommnis, nur Kalasiris erklärte, es bedeute ein Hindernis, auf das sie unterwegs stoßen würden. Aber Knemon war ganz entsetzt, obwohl er das Tier nicht einmal deutlich wahrgenommen, sondern nur einen flachen Schatten an sich hatte vorbeihuschen sehen. Es fehlte wenig und er wäre ausgerissen. Während Nausikliss in lautes Lachen ausbrach, sagte Kalasiris: »Knemon,
Ich glaubte, die Angst setze dir nur nachts zu und deine Schreckhaftigkeit zeige sich bloß in der Dunkelheit. Du bist aber offenbar auch bei Tage nicht besonders mutig und nicht nur Namen, die du hörst. Auch der Anblick gewöhnlicher und harmloser Dinge versetzen dich in Aufregung. Was für einen Namen eines Gottes oder eines Dämons vermag unser Held nicht zu hören, fragte Nausiklis. Ob es ihm auch bei Göttern und Dämonen so geht, erwiderte Kalasiris, kann ich nicht sagen. Aber wenn er den Namen eines Menschen hört, und was besonders erstaunlich ist, nicht einmal den eines Mannes oder eines berühmten Helden, sondern den einer Frau, die noch dazu, wie er sagt, tot ist, packt ihn das Grauen. So hatte er in der Nacht, in der du, lieber Freund, uns Chariklia von den Räuberhirten zurückbrachtest, den bewussten Namen, ich weiß nicht wie und woher, zu hören bekommen. Danach ließ er mich keinen Augenblick mehr schlafen und fiel vor lauter Angst aus einer Ohnmacht in die andere. Ich hatte reichlich zu tun, ihn wieder zu sich zu bringen, und wenn ich nicht fürchtete, ihn in Kummer und Schrecken zu versetzen, so möchte ich auch jetzt den Namen aussprechen, Nausiklis, damit du noch mehr zu lachen hast. Und dabei nannte er den Namen Thisbe. Nun lachte Nausiklis nicht mehr, sondern stand betroffen von der Eröffnung, lange Zeit nachdenklich, und fragte sich, weshalb und in welchem Zusammenhang der Name Thisbes den Knemon so stark beeindruckt habe. Da brach Knemon in lautes Gelächter aus. »Siehst du wohl, mein guter Kalasiris«, rief er, »welche Kraft diesem Namen innewohnt, dass er nicht nur für mich, wie du sagst, ein Schreckensgespenst ist, sondern auf Nausiklis genauso wirkt. Richtig ja noch, unsere Gefühle haben sich völlig geändert. Jetzt lache ich, da ich weiß, dass sie nicht mehr lebt. Während unser braver Nausiklis, der über andere so gut lachen und sich lustig machen kann, betrübt ist.« »Hör auf«, unterbrach ihn Nausiklis, »und lass es mit der Vergeltung gegen mich genug sein, Knemon. Aber bei den Göttern der Gastlichkeit und Freundschaft, bei dem Salz und dem Tisch, an dem ihr, denke ich, freundlich in meinem Hause bewirtet wurdet, gesteht, woher kennt ihr Thisbes Namen? Weshalb habt ihr Angst vor ihm oder treibt ihr nur Spaß mit mir?« »Jetzt ist die Reihe an dir, Knemon«, sagte Kalasiris, »deine Geschichte zu erzählen, die du mir schon oft versprochen, aber bisher immer unter allerhand Vorwänden vorenthalten hast. Du wirst gleichzeitig Nausiklis einen Gefallen tun und uns die Langeweile des Weges verkürzen, wenn du uns mit deiner Erzählung unterhältst.«